Yo, was geht ab YouTube? Willkommen zum neuen Video auf dem Main-Kanal. Heute gibt es eine Reaction auf, ihr habt es euch gewünscht, Face Neo. Bevor es mit dem Video losgeht, noch kleiner Hinweis in eigener Sache. Mein Partner Displayed hat momentan einen sehr, sehr dicken Rabatt. Ich möchte euch das einmal kurz zeigen. Wenn ihr jetzt den ersten Link in der Videobeschreibung anklickt, landet ihr hier. Und von hier aus könnt ihr entweder ja meine Favoriten euch durchgucken oder ihr gebt hier oben ein, was ihr wollt. Beispielsweise ihr mögt den Film Gladiator, ihr gebt es hier ein. Dann kommen alle Gladiator Displays und ihr kriegt, wie gesagt, wenn ihr 1 bis 2 euch gönnt, kriegt ihr 27% und ab 3 aufwärts 37%. Ihr müsst dann noch nichts mehr machen, ihr klickt einfach hier rauf, zack, macht es in den Warenkorb, zack, und dann werdet ihr hier schon sehen, hier steht auch schon der Discount, den ihr dann bekommt. Ich habe jetzt 2, also 27. Mehr ist es auch nicht. Sehr gerne rein supporten, falls ihr Bock habt. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Video. Auf geht's und let's go. So, Freunde, hier sind wir jetzt auch im Video. Ich würde sagen, wir verschwenden nicht viel Zeit. Vielleicht kurz zur Auswahl. Ich habe ein Video genommen von ihm, was erstens nicht so alt ist. Zweitens, wo er, eine Eier und ein SMG spielt. Ich sehe, ihr habt auch sehr viele Sniper-Clips. Falls ihr Bock habt, dass ich auch um Sniper-Montage von ihm, das ist ja eigentlich schon, reagiere, könnt ihr es auch jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten habe ich gedacht, gucken wir uns mal ein Video an, ja, was vom Spielstil hier eher mir ähnelt, dass ich auch ein bisschen mehr dazu sagen kann. Und ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit. Let's go. Outgun auf jeden Fall. Was man direkt halt sehen, Digga, er ist halt insanes Movement, ne? Also komplett krass. Der ist ja auch Maus- und Keyboard-Spieler. Das heißt, der Mann fliegt sehr gerne mal mit der Maus über seinen Tisch. Das ist aber, glaube ich, jetzt gerade zusammen, weil er hätte ja schon 19 Kills. Aber ich denke, man sieht direkt, dass der Mann... Ja, dass ich verstehe, wieso, weshalb, warum ihr wolltet, dass wir auf den mal reacten. Er ist ja auch bekannt als, ja, ich glaube... Einer der besten Rebirth-Spieler, ne? Holy fuck, man. Okay, jetzt sehe ich gerade, das war eine Runde, wo, muss eine Runde am 1. April gewesen sein, wo dieser, ja, zeitlich begrenzte Modus drin war, weil das sind ja direkt die Loadouts. Nice Shots. Er spielt einen Molotov-Cocktail, muss ich auch sagen, habe ich in so der Weise noch nie gesehen. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der Molotov-Cocktails auf Rebirth spielt? Ja, insane. Schöner Stimplay. Spielt auch Restock, wenn ich das hier richtig sehe. Oh, und auch absolut busted immer noch. Krasse Shots. Also Molotov habe ich noch nie so gesehen, muss ich sagen, Chat. Noch nie. Ja, hier sind jetzt halt, ne? Free Kills nehmen wir mit. Level 25, lecker. Stunt coming in, nice. Ja, also das ist hier ja... Das ist hier ja wie auf dem Schießstand. Was man ihm halt sieht, ist halt... dass er... Ja, wie er flickt, ne? Weiß nicht, ob Flicken jedem von euch ein Begriff ist. Es ist halt dieses ganz abrupte... Ja, Umdrehen, ne? Guck mal das zum Beispiel, krass. Insane. Insanes Movement. Guckt euch das an, guck mal. Das ist halt... Das sieht ja hier schon spektakulär aus, aber lasst euch von mir gesagt sein, wenn ihr der Gegner seid und vor allem jetzt auch jemand, der jetzt nicht den ganzen Tag Warzone spielt, ihr habt keine Chance, da irgendwie zu reagieren. Hier sind halt wirklich... Digga, was macht der da gerade? Digga, wie ist er nicht tot? Warte mal. Nee, hat der Spezialistenbonus oder bin ich gerade verloren? Ja, man hatte Spezialistenbonus in dem Modus, Chat. Ich dachte gerade, Chat, ihr wisst, ist eine alte Angewohnheit von mir. YouTube. Er hat nämlich hier unten, seht ihr es, auffüllen. Und diese zwei Platten-Perk. Das heißt, stimmt, in dem Modus hatte ja jeder Spezialistenbonus, ne? Auch sehr nice. Das war ein. Ich fand diesen Modus wirklich. Die Top. Okay, das ist die Szene, die wir schon aus dem Intro sozusagen kennen. Ich schreibe mal in die Kommentare, Chat. Seid ihr Maus- und Keyboard-Spieler? Oder seid ihr Controller-Spieler? Würde mich tatsächlich mal interessieren. Okay, 2 Knock. Er darf nicht sterben. Stimplay.
Beispiel die EM2, die er da spielt. Ich weiß nicht warum, ich finde, das ist eine der ekelhaftesten Varianten, die es gibt. Weil das Visier so ekelhaft, also so ganz schlimm ist. Ich finde das ganz schlimm, das Visier, was er da hat. Da präferiere ich das normale. Krasse Shots. EM2, kein Recoil. Man kennt ihn. Auch wie er zockt. Ich glaube, er ist echt, er ist, glaube ich, ein richtig sympathisches Kerlchen. Ich bin echt noch nie wirklich dazu gekommen, irgendwas von ihm zu schauen. Ich habe ihn letztens einmal gehostet, da hat er auch einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Vielleicht, wenn ihr Bock habt und erstmal sehen wollt, würde ich gerne mal mit ihm eine Runde doublen. Eventuell haue ich ihn mal an. Wenn ihr das gerne sehen wollt, dann würde ich mich, würde ich ihn einfach mal anhauen und ihn fragen. Weil ich habe gesehen, in den Kommentaren auch auf Instagram, viele von euch mögen ihn. Und ich sehe jetzt auch warum. Digga, wie Aimbot, ne? Mit der Owen. Krass. Ich frage mich immer, was Leute denken müssen, die, ja, sag ich mal, unterdurchschnittlich, unter dem Durchschnitt sind. Und die dann so jemandem zugucken. Den kann ich es nicht mal verübeln, dass die dann glauben, in dem Moment, dass derjenige, also dass Neo hier am Cheaten ist. Weil guckt euch das an, diese Flicks und so. Okay, seine Mates haben Geist oben, zwei. Von dem, den er gerade getötet hat. Oh oh. Okay, das sind, die wollte gerade sagen, die sind nicht schlecht. Neff. Neff kenne ich. Rapper. Schade. Yo, I need to not like full kill teams early if I want to get 40. But like, it's gonna be so hard not to. Here we go again. Hier war ein kleiner Cut drin. Jetzt stellt er sich wieder den Dämonen. Ich glaube, das sind wirklich Dämonen. Ja, das sind wirklich Dämonen. Er spielt einfach Molotov. Ich komme nicht klar, Freunde. Aber spielt der Molotov. Oh mein Gott. Der Mann kennt keine Furcht. Er ist ein Geek, sage ich der hier, ja. Demonware-Titel. Seht ihr das unten, Chat? Der Titel von dem Gegner. Das ist so ein Titel, den kriegt ihr nur, wenn ihr dieses Unlock-All-Tool... Oh mein Gott. Er hat, der Gegner... Spezialisten-Bonus, stimmt. Die haben ja alle Perks. Dann, er hatte, glaube ich, dieses... Das war gerade dieses Perk, Schrapnell. Der Gegner hat ihn mit der Semtex getroffen und dann wird sein Leben regeneriert sich nicht so schnell. Das hört sich auch anders an, wenn man davon getroffen wird. Jetzt hier hochgehen. Guter Play. I like this, I like this. Alter, das war so. Das war so. Das hätte ich sein können. Oh, nice, Digga. Nice Shots. Krass, wirklich. Ihr habt nicht zu viel versprochen. Sehr, sehr krass. Dass der Molotov spielt, ist auch völlig verrückt. Ich will gerne wissen, warum er das macht. Ich glaube einfach nur, weil er halt so fliegt mit der Maus, um dann einfach, keine Ahnung, ganz schnell Leute auch zu finishen vielleicht, ne? Corner Building. Das Ding ist halt, Freunde, er hat ein sehr krasses Movement, also sehr krass. Aber was ich jetzt gesehen habe, zumindest in der Runde, er übertreibt es nicht komplett sinnlos. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja diese Leute, die TikToker und so. Die haben auch alle gutes Movement, aber die übertreiben halt und die machen es einfach nur, damit es cool aussieht. Aber er hat sehr gutes Movement, aber benutzt es eigentlich auch nur richtig. Wisst ihr, was ich damit meine? Also er übertreibt es nicht sinnlos, einfach so, um es abzuhaken. So, zwei Teams leben nur noch. Ja, das, der Modus war so nice. So, Cam hatte sich kurz verabschiedet, jetzt geht's weiter. Zwei Teams, wie gesagt, noch am Leben. 30er Bomb hat der Mann schon. Mir ist es gar nicht aufgefallen, wie viele Kills er gemacht hat. Digga, er hat einfach schon 30 Kills. Aber wie gesagt, schreibt mal wirklich sehr gerne in die Kommentare, ob ihr Maus und Keyboard spielt oder Controller. Und ja, trotzdem, egal ob ihr Maus und Keyboard spielt, schreibt mal in die Kommentare auch, was ihr von dem Mann hier haltet. Haltet? Ist das richtig? Keine Ahnung. Eure Meinung zu ihm. Okay, das sind da, das ist das Mod-Team. Im letzten Circle einfach mal ganz entspannt an der Bi-Station stehen. Jetzt noch drei. Er könnte noch die 35 Kills voll machen. Eventuell leben noch drei Stück. Ein Team. Dritte Zone, also. Aber ich kann mich auch nicht mehr entsinnen, wie es in dem Modus war. Das war wie gesagt der 1. April-Modus. Da hatte man Spezi-Bonus und das Loadout kam direkt. Okay, die machen auch wieder ernst. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Nicer Knock, das meine ich. Krass, perfekt gespielt. Nices Movement gehittet. Insane. Das war's. 35 Kills.
Was soll ich dazu sagen? I mean, bro, this is literally just like... No, we're not saying PR, bro. Shut the fuck up. Dude, this is like... This doesn't count towards PRs, guys. Was soll ich dazu sagen, Chat? War jetzt auch, würde ich sagen, von den Gegnern her klar am Anfang, ne? Aber war jetzt auch nicht eine absolute Noob-Lobby. Da waren schon zwei, drei Teams drin, die echt... Die es in sich hatten, sagen wir es mal so. We need fuck Marco in the comments. Sehr nice gespielt. GG's in die Kommentare, GG's. Cool, cool. Wie gesagt, war jetzt mein erstes Video, was ich von ihm gesehen habe. Da lasse ich natürlich auch ein Like da. Ich wusste nicht, dass es der tatsächlich, dass es dieser 1. April-Modus war. Sonst hätte ich eventuell ein anderes Video genommen. Aber ich denke, das tut jetzt ja nichts zur Sache bei. Ansonsten hoffe ich, die Reaction hat euch gefallen. Ist mal ein bisschen was Neues. Falls ihr irgendwie wollt, dass ich mehr auf irgendwelche Sachen eingehe oder dass wir uns noch ein Video von ihm gucken. Auch falls ihr Bock habt, dass ich mal mit ihm eine Runde spiele. Ich kann es versuchen. Ich kann ihm gerne mal schreiben. Ob er es dann macht, weiß ich nicht. Ich kann es gerne versuchen. Schreibt es in die Kommentare, ob wenn es euch gefallen hat. Ansonsten lasse ich euch, wünsche euch einen wundervollen Tag noch. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.